Der erste Teaser-Trailer zu The Last Jedi macht genau das, was ein Teaser eigentlich machen soll. Neugierig. Er wandert auf dem sehr schmalen Grat, nicht zu viel zu verraten, aber auch keinesfalls zu wenig zu zeigen. Dass sich aber auch in nur einer Handvoll Einstellungen sehr viel verbergen kann, zeigt vielleicht diese Trailer-Analyse. Teaser sind ein Marketinginstrument und gerade bei Star Wars ein sehr wichtiges Marketinginstrument. Die jeweils ersten Teaser von Episode 7 und 8 sind unser erster richtiger Blick auf ein neues Star Wars Kapitel und ähneln sich in ihrer Tonalität. Sie repräsentieren ein und dieselbe Trilogie und nicht die davon losgelösten Anthology-Filme. Sie ähneln sich aber nicht so sehr in ihrer Tonalität, wie ein um sich gehendes Vergleichsvideo suggerieren will, denn der Force Awakens Part besteht hier aus mehr Material, als der erste Teaser hergibt. Man hat es zurechtgeschnitten. I only know one truth. Aber wegen dem frühen Schnittstadium der Filme musste man sich bei beiden Teasern mit sehr wenigen Szenen behelfen und sie beginnen ähnlich. Sie beginnen dramaturgisch so ähnlich, dass beide Shots wohl in dem Bewusstsein gedreht worden sind, dass sie für den Teaser verwendet werden. Deswegen hier die besonders lange Vorlaufzeit, die so im Film gar nicht nötig war. Und deswegen hier eine Aufnahme, die sich später perfekt geeignet hat, um einen Sternenhimmel vorzutäuschen. Das ist kein Zufall, denn sieht man ganz genau hin, bewegen sich die Schatten, weil eine Lichtquelle bewegt wird. Was auch immer man im Sinn hatte, es sollte von Anfang an einen Sternenhimmel imitieren. Das wäre vielleicht eine witzige Idee, um vom traditionellen Vorlauftext in den eigentlichen Film umzuschneiden, aber wir wissen ja bereits ganz offiziell, wo wir bei Luke und Rey wieder einsteigen. Genau da, wo sie uns zurückgelassen haben. Also ist dieser Take, zumindest in dieser Form, nur für den Teaser. Rey ist hier auch offensichtlich aus einer Höhle gestolpert. Als das letzte Mal ein vermeintlich Auserwählter aus einer Höhle gestolpert ist, hat ein Erlebnis dort sehr viel über seine eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausgesagt. Entweder das oder Rey erfährt mehr über den Untergang der Jedi, den Luke mit ansehen musste. Vielleicht ist auch beides untrennbar miteinander verknüpft. Reys Vergangenheit und Lukes Versagen. So oder so erfahren wir mehr über das, was im Jedi-Tempel wirklich passiert ist. Man greift das auf, was Episode 7 nur angerissen hat. Die Parallelen zu Das Imperium schlägt zurück sind offensichtlich, aber nicht so offensichtlich, wie sich manche vielleicht gerne einbilden. Denn wie bei UFO-Sichtungen muss man in ein Bild nur weit genug reinzoomen, um in jede beliebige Form etwas hineinzuinterpretieren. Aber Yoda ist ein Machtgeist und selbst wenn er es hier wirklich wäre, hätte man ihn für den Teaser herausretuschiert. Ich kenne nur eine Wahrheit. Regisseur und Autor Rian Johnson greift auch ein anderes Element der Jedi-Ausbildung auf. Das Anheben von Steinen, nur eben auf seine Weise. Inszenatorisch sehr ähnlich seinem Sci-Fi-Geheimtipp Looper. Doch nicht nur Rey und Luke machen da weiter, wo sie aufgehört haben, sondern auch die Erste Ordnung. Zwar haben sie die Starkiller Base verloren, aber ihr wichtigstes Ziel erreicht, die Zerstörung des Regierungssitzes der Neuen Republik auf Hosnian Prime und dessen vier Monde. Die Republik und die Resistance sind schwer angeschlagen. Eine Flotte haben sie dann noch, eine Flotte, die angegriffen wird. Denn es sind die TIE Fighter, die auf diese prallen und nicht umgekehrt. Auf Seiten des Widerstandes feiert dafür der beliebte und bestimmt modernisierte A-Wing sein Comeback und ein neuer Typ von Fregatten. Es könnte sich hier um die Mark I Starhawk handeln, die im kanonischen Roman Aftermath sehr ähnlich beschrieben wird. Der Orbit, um den sie kreisen, könnte der von Dekar sein, der Basis des Widerstandes. Deswegen eine Evakuierung, der noch komatöse Finn wird verlegt. Die meisten Angaben im fiktiven Star Wars Alphabet Orebish ergeben hier tatsächlich gar keinen Sinn und scheinen wild zusammengetippt zu sein. Doch es verbirgt sich wenigstens eine beruhigende Angabe darin. Sein Zustand sei stabil. John Boyega wird auch nicht in diesem Zustand verharren. In The Last Jedi, it's a test for all the characters, but specifically for Finn, he wants to find his place now. Is he going to be a part of the Resistance or is he going to keep running away from the First Order? We'll see.
Sein Kumpel Poe Dameron verliert bei dem Angriff seinen geliebten schwarzen X-Wing. Davor oder noch wahrscheinlicher danach wird er aber dennoch in ein X-Wing-Cockpit steigen. Zum Beschuss des Hangars passt auch der Einmarsch von Müllrausbringerin Captain Phasma. Und zwar besser als zum im Trailer suggerierten Schnitt auf den brennenden Jedi-Tempel in der Vergangenheit. Die Resistance wird fliehen müssen. Die Erste Ordnung schlägt zurück. Die Parallelen zum Überfilm der Sternsaga sind unverkennbar, auch wenn vieles davon zeitlich verdreht sein wird. Wenn der Angriff auf die Carr zum Anfang des Filmes gehört, wird der Anflug auf die Walker eher Richtung Finale gerückt sein. Denn dem hier gezeigten Planeten Crait fällt laut Rian Johnson eine wichtige Schlüsselrolle zu. Crait ist ein abgelegener Bergbauplanet, der eine alte, verlassene Rebellenbasis beherbergt. Er wird sogar im Visual Guide von Rogue One erwähnt. Direkt unter der Kruste des rohstoffreichen Planeten steckt ein rotes Mineral, das hier von den Speedern absichtlich aufgewirbelt wird. Wenn das mal nicht Teil einer ausgefuchsten, rebellentypischen Taktik gegen die ehemals imperiale Übermacht ist. Das wird auch bitter nötig sein, denn den Gerüchten nach sind diese Walker sogenannte AT-XT und ungleich größer als die AT-AT. Ich kenne nur eine Wahrheit. Andere Gerüchte, Kylo Ren könnte ein geblendetes, rechtes Auge haben, scheinen sich nicht zu bewahrheiten. Immerhin ist ihm aber eine Narbe geblieben und er emanzipiert sich von seiner Maske. Die Maske half, seine innere Zerrissenheit nach außen hin zu verbergen. Jetzt hat er sie nicht mehr nötig. Die Narbe selbst ist sogar eine andere als noch in Episode 7. Da ging sie über die Nase hinweg und ist hier über dem Auge. Laut Rian Johnson sah die ursprüngliche etwas albern aus. Wahrscheinlich zu albern für einen ganzen Film. Damals war sie ja auch nur wenige Sekunden im Bild. The Dark Side. Aber Star Wars wäre nicht Star Wars, wenn man nicht noch etwas mehr an seinem Kostüm schrauben würde, um auch wirklich neues Spielzeug anbieten zu können. Und so bestätigt ein offizielles Artwork zu Battlefront 2 ein ganz anderes Gerücht. Sein kurzer Kapuzenumhang weicht einen kapuzenlosen, Vader-ähnlichen Umhang. And I will finish what you started. Vaders Tochter Leia wird in Episode 8 der letzte große Auftritt von Carrie Fisher sein. Auch wenn kurzzeitig eine Falschmeldung kursierte, dass ihre Rolle mit dem bereits gedrehten Material auf Episode 9 ausgedehnt werden würde. Goodness! Han Solo! Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy hat dem widersprochen und wir können uns von Carrie Fisher verabschieden. Wenigstens hat sie die Rolle so spielen können, wie sie ihr am Herzen lag. I'd go to her house, we'd sit on her bed for hours and go through the script and we would just have these kind of stream of consciousness jazz poetry kind of like ad lib sessions, and I would just scribble on my script everything she said, and then at the end of 6 hours there would be like a 4-word line of dialogue that would be like the distillation of all that that was brilliant, you know. I'd be like, oh my god. Wie man das Ganze im fertigen Film lösen wird, bleibt vorerst eines der Mysterien von Episode 8. Das größte Mysterium umweht aber Luke und die Bedeutung des Filmtitels The Last Jedi. Zwar wird er schon im Vorspann von The Force Awakens als der letzte Jedi bezeichnet, aber das bedeutet ja auch nur, dass er zu diesem Zeitpunkt der letzte existierende Jedi ist. Ob er alleine auch bis zum Ende des Filmes der letzte Jedi bleiben wird, ist die Frage. Geht es nach ihm, ist es aber Zeit, dass die Jedi enden werden. Zumindest im englischen Original. It's time for the Jedi to end. Denn dort ist es eine Ankündigung und im Deutschen eine bereits vollendete Tatsache. Die Zeit der Jedi ist zu Ende. Aber das hat nichts zu bedeuten. Synchronstudios kriegen bei einem solchen Film das Drehbuch frühestens dann in die Finger, wenn der Film auch wirklich soweit ist. Also nur wenige Wochen vor dem Kinostart. Was siehst du? Was man hier gemacht hat, ist nichts anderes, als den Teaser zu übersetzen und die entsprechenden Tonspuren auszutauschen. Man weiß nichts, was wir nicht auch wissen. Hier ist es also einfach nur ein kleiner Übersetzungsfehler, der so vielleicht gar nicht im Kino zu hören ist. Dafür kriegen wir wie einst vor 40 Jahren Mark Hamills Synchronstimme Hans-Georg Panschak zurück. Einfach atmen.
Der war zwar während der Promo und im Trailer zu Episode 7 wieder allgegenwärtig, im eigentlichen Film aber genau wie Hamill sprachlos. Konzentriere dich. Die dazu total konträre Überpräsenz von Luke aus dem Off heraus zeigt, wohin Episode 8 eigentlich will. Es wird mystischer und die Macht und ihre Schicksalhaftigkeit entscheiden die Geschicke der Protagonisten und der Galaxie. Das wird auch erstmals im Star Wars Kinouniversum zu Papier gebracht. Bücher sind hier eine Besonderheit. Das Gleichgewicht. Die Jedi pflegen Informationen in Holocrons aufzubewahren, Hologrammchroniken. Und zwar schon sehr, sehr lange. Egal wie alt diese Bücher nun aber sind, sie sind alt. Sehr alt. Geradezu legendär alt. Ähnlich wie die legendären Pläne von George Lucas, Episode 4 als Nacherzählung aus einem Buch zu schildern, dem Journal of the Wills. Das Journal of the Wills ist seit dem Roman zu das Erwachen der Macht sogar Teil des neuen Kanons und Rogue One hat die Wächter der Wills etabliert, Beschützer des Kyber-Tempels auf Jedha. Viele Machtmysterien auf einmal. Auf diesen Schriftstücken zu sehen ist das alte Logo des Jedi-Ordens, für Episode 8 ein wiederkehrendes Symbol. Auch wenn das erste Teaser-Poster vor allem eine Reminiszenz an das erste Poster von 1977 ist, so verbirgt sich darin wohl nicht ganz zufällig eben auch das Symbol der Jedi. Obwohl sich Luke nach dem Fall der Jedi zurückgezogen hat, sucht er nach diesen Büchern. Oder hatte er sie bereits vor längerer Zeit gefunden? In der Comicreihe zu Poe Dameron nimmt ein noch junger Luke ein Stück eines machtsensitiven Baumes an sich, das aus dem alten Jedi-Tempel in Coruscant kommt. Die Bücher in Episode 8 sind scheinbar umwachsen von Holz. In jedem Fall ein heiliger Ort für Jedi. Der wenigstens vorläufig letzte Jedi wird an eine Grenze gebracht, die sich Mark Hamill zuerst nicht vorstellen konnte. I'm terrified. You know what he said? So am I. And I said, now that's a director I could love. I totally turned over my performance to Ryan and just sort of knew that if he was satisfied, then we got it right. The Last Jedi wird also genauso düster und mystisch, wie es der Teaser-Trailer andeutet. Die ewige Diskussion allerdings, ob nun mit The Last Jedi Mehrzahl oder Einzahl gemeint ist, wurde ja scheinbar mit der Eindeutschung beendet. Rian Johnson macht das Fass aber wieder auf. I had never even pondered that question. In my mind it's singular. Aber eigentlich ist die Debatte darum völlig irrelevant. Die Mehrdeutigkeit, egal ob bewusst oder unbewusst, lässt eben wie bei Return of the Jedi jede Interpretation zu. Und das ist der Haken und gleichzeitig das Schöne an der Kunst. Es kommt nicht darauf an, was uns der Künstler von Anfang an damit sagen wollte, sondern nur darauf, was der Rezipient darin sieht und wie ihn das zum Nachdenken anregt. The Last Jedi ist schon jetzt ein Kunstwerk, das diskutiert werden will.